Willkommen zurück zu einem neuen Part Hogwarts Legacy. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir folgen Nutty in die drei Besen und mal gucken, wie Sirena heißt sie. Ja, wie sie so ist, ich kenne sie ja schon, aber wir lernen sie jetzt mit euch schon kennen. Irgendwas knallt da vorne. Okay. Oh. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran, dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Oh wei, oh wei. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann Sirona, bis bald. Genau. Sirona heißt die Gute. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ich bin das erste Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Das ist aber lieb. Dankeschön. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst, Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Diese Ganauven. Wie passend. War das Lodgok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Richtig. Würde so. Ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus. Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Ja, was ein Glück. Sie haben sich einen dass wir so viele Leute um uns rum hatten. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Okay, wir sollen mit Nutty vor dem drei Besen sprechen. Ah, da hinten ist sie. Manchmal ist es schwer zu erkennen, bin ich ganz ehrlich. Die drei Besen. Sehr schön. Okay. Mit Nutty sollen wir jetzt ein bisschen plaudern. Wir haben hier oben aber noch
bestimmte Kisten, die wir holen können. Na komm, los, geh da hoch. Wir schauen mal, was wir hier schon abstauben können. Das was? Da hinten ist etwas. Okay, oben können wir nicht rein, da ist abgeschlossen. Wie gesagt, wir erkunden ja immer wieder die Gegenden. So, okay. Dann würde ich sagen, sprechen wir mit Nutty. Drei Besen? Ich meine, das war doch das, wo bei Harry die Kids auch immer ihr Butterbier getrunken haben. Klar, sieht natürlich nicht so aus wie im Film, weil immerhin, das ist tausende von Jahren zuvor. Aber ich finde es trotzdem schön, dass es jetzt mit eingeführt worden ist. Und es ist wirklich gemütlich. Irgendwas binkt. Okay, wo ist Nutty? Da ist Nutty. Ich bin heilfroh, dass Serona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Das stimmt, das wäre nicht gut. Du musst die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren, nutzt die Karte. Okay, das machen wir. Hogwarts! Dann müssen wir hier hin. Gemeinschaftsraum von Hufflepuff. Okay. Neuer Morgen, neues Glück, so wie man es so schön sagt. Ja, willkommen in Hogsmeade, abgeschlossen. Okay, dann schauen wir eben mal rein. Ah, okay, wir müssten jetzt rein theoretisch das Duell machen. Aber wir gucken jetzt erstmal, was wir hier so haben. Wir haben eine Brille, wir haben einen Hut und wir haben einen Mantel. Handschuhe haben wir. Gucken wir mal bei Aufträge rein. Okay, okay, okay. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. So. Die sind besser als unsere aktuellen. Das ist... Oder? Moment. Da ist die wiederum besser. Aber wir müssen das Erscheinungsbild ändern. Das ist grässlich, wenn ich das sagen darf. Handschuhe habe ich jetzt auch das letzte Mal ausgezogen. Und ich glaube, sonst hat sich nicht viel verbessert. Ich hatte ihr das angezogen. Genau, das war besser. Und beim Mantel müssten wir... Ah, das war nur ein Erscheinungsbild. Ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen. Das wäre das hier. Sehr süß, muss ich sagen. Passt halt nur nicht aktuell mit dem Outfit. Und der Mantel ist von der Deluxe-Variation, die wir uns damals mitgekauft haben. Allein die Animationen auf dem Mantel. Aber es passt halt nicht zu unserem Outfit. Deshalb würde ich sagen, bleiben wir bei unserem Hufflepuff-Mantel. So, okay. Wir müssen uns duellieren. Wo müssten wir denn dafür hin, wenn ich fragen darf? Da in die Mitte, okay. Gehen wir einmal von außen wieder rein. So, unsere schlaue Feder, wie man so schön sagt. Hallo Eule. Und dann duellieren wir uns jetzt. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns anstellen werden. Da ist eine Seite.
Brunnen der vier Tierwesen. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, okay. Dann können wir weiter. Hallo Leute, viel Spaß. Da oben ist etwas. Schal mit Hauswappen. Mega cool. Da ist der gute Kerl. Kann ich dir helfen? Lucan Brattleby. Ja, du kannst uns Sebastian helfen. Sebastian meint, ich soll mit dir über einen Club sprechen. Genau. Wenn Sebastian für dich birgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ich habe ihn einen Dämpfer verpasst. Das höre ich gerne. Freut mich zu hören. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Mhm. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Wir treten dem Club bei. Duelle sind ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Mhm. Das nächste Mal bringst du eine Partnerin mit oder du machst es allein. Okay. Na, willst du es mal versuchen? Ich denke, wir wären dabei. Lass mich antreten. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Das Feuerwerk, okay. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Okay. ja klar, je nach welche Farbe es hat, muss man es natürlich dann einsetzen und man muss den Charakter bewegen und die sich bewegen und mit Livioso und Akio dann interagieren. Okay. Confringo. Boom. Zack. Uha. Boom. Boom. Ja, wir können auch bestimmte Objekte benutzen. Oh, wir haben gewonnen. Nice. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, bist du noch der nächste Schulchampion. Klasse, ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Das klingt doch gut. Einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Dankeschön. Ich hoffe, du kommst wieder. Da kannst du aber drauf wetten, dass wir wiederkommen. Runde 1 abgeschlossen. Ja, cool, cool, cool. Haben wir hier noch irgendwas zu entdecken? Da haben wir die Flohmarke. Flohflamme eher gesagt. Und hier können wir direkt mal Livioso machen und bekommen eine Handseite. So. Hi. Wenn du wieder einen Partner für die gekreuzten Stäbe brauchst, frag mich gern. Alles klar, Sebastian, das machen wir. Gucken wir uns die Karte mal an. Okay, wir hätten rein theoretisch die nächste frei. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind jetzt hier in dem Part. Ich hätte gesagt, wollen wir uns mal die restlichen Flohflammen holen, dass wir zumindest in Hogwarts so ein bisschen portieren können. Ich sage, wir setzen uns jetzt hier oben eine Wegmarke und den Weg, den wir dann langlaufen, erkunden wir mit Revelio. Will er hier durch? Ich glaube schon, oder? Ich habe es jetzt nicht genau gesehen gehabt. Doch irgendwie lang. Und dann erkunden wir einfach mal. Ist das toll, oder? Schaut mal. Wow. Ich bin immer noch hin und weg von dem... Warte nur, bis ich größer bin. Dann werden wir ja sehen. Okay. Ich nehme dich beim Wort. Dein Gegner tut mir jetzt schon leid. Dann erkunden wir jetzt noch ein bisschen die letzte Zeit. Keine Ahnung, was, wie, wo, was?
Zumindest haben wir schon mal Handbuchseite. Karte von Agrilli Shiri. Aber was genau man damit machen muss, weiß ich leider selbst noch nicht. Das haben wir auch noch nicht frei bekommen. Also beziehungsweise entdeckt. Da haben wir noch eine Truhe. Oh, hier ist schöne Musik. So, okay. Schauen wir mal weiter. Da ist eine Handseite. Lachlan, der Schlachsige. Und dann geht's hier entlang. Hogwarts ist so toll. Hier können wir mal reingehen. Ah, hier ist das erste Badezimmer. Ich weiß noch nicht von wem. Wer sagt Hui? Hier haben wir nur eine Truhe. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Badezimmer. In irgendeinem der Badezimmer, ich meine bei den Slytherins, sieht man auch die Schlange an einem der Wasserhähne. Heimgesuchte Toilette, okay. So stand man sie mir zu. Ansehnliche Rechte. Da ist sonst Unheil mit der Kanone. So, dezent an Belästigung, würde ich sagen. Okay, hier geht's jetzt lang. Wir gucken mal gerade, wo wir auf der Karte sind. Wir gehen immer weiter. Ah, okay. Okay, wir sind ein bisschen falsch gelaufen. Der hat den Auftrag in den Vordergrund gesetzt. Geht scheint's dann nur richtig, wenn man den Auftrag rausnimmt. Auf jeden Fall, hier sind wir ja schon schön lang gelaufen. Er will aber jetzt gleich hier links lang. Ich meine, da sind wir noch nicht. Genau, hier waren wir noch nicht. Da habe ich nur gesagt, mit der Musik. Aber hey, wir haben schon ein bisschen was gefunden. Krankenflügel heißt das Objekt. Ach, guck mal, hier ist ein Froggy. Wo kommen wir jetzt hin? Hallo, wo hast du uns denn jetzt hingespuckt? Da ist eine Truhe. Oh, wir haben für den Zauberstab einen Griff bekommen. Unser erster Zauberstabgriff. Ja, das sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Passt dazu. Nicht schlecht. Wo kommen wir jetzt hier raus? Oh, da dürften wir jetzt nicht unbedingt runterspringen. Dann lassen wir den Froggy uns wieder zurückbringen. Müssen wir jetzt die Treppe hoch, glaube ich. Ja, jetzt hat er es, glaube ich, oder? Da ist auf jeden Fall am Bild etwas. Barufio-Porträt, okay. Irgendwie habe ich den Eindruck, er hat uns irgendwie den Weg gerade falsch gemacht. Jetzt hat es. Also irgendwie war es gerade verhext. Jetzt zeigt das wieder normal an. Hallo Katze! Oh, du siehst aber süß aus. Könntest meine Betty sein. Wir müssen alle Kitty Cats schön streicheln. Ja, ne? Hier haben wir noch eine Truhe. Hier bimmelt's. Ah, Flohschale. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie du siehst aber cool aus, Statue. Gang von Honigtopf. Gang vom Honigtopf. Ah, das ist wie bei Harry in dem Film, wo er die Statue berührt hat und dann zum Honigtopf kam. Das ist cool. Schaut mal. Wow. Jedes Mal wieder ums Neue begeistert. Du bist meins. Das sieht so toll aus. So toll, so toll. Aber irgendwie kriege ich es nicht gerallt, in den Krankenflügel zu kommen. Schaut euch das mal an. So cool. Revelio. So cool. So cool. Die Treppen bewegen sich halt nicht, aber allein, dass das schon so aufgebaut ist, finde ich mega cool. Entschuldigung, ich wollte dich nicht über den Haufen rennen. Noch eine Handbuchseite.
Jetzt sagt er noch 84 Schritte. Okay, wir versuchen jetzt einfach unser Glück hier irgendwie weiterzulaufen. Hier ist noch eine Flohflammenschale. Ravenclaw-Turm. Ah, dann sind wir hier bei den Ravenclaws. Wollen wir noch ein Rätsel machen zum Abschluss? Oh ja, kommt. Also, wir haben eine Summenzahl von 13 und müssen eine 1 abziehen, heißt 12. Dann haben wir die Spinne. Die Spinne, wissen wir, war 8, heißt 4. Jetzt müssen wir gucken. Wir hatten das Einhorn, die 1, 2, 3, 4. Die Eule auf dem Dings müsste es sein. War das das 2 Fragezeichen? Nee, 1. Wo ist das andere? Ah, hier. Die Eule müsste es sein. Ja, die müsste es sein. Da haben wir schon Münzen bekommen. Und jetzt müssen wir einmal wieder rechnen. Jetzt haben wir wieder 21 und 13. Kommen wir eine 8 raus. Wenn wir das abziehen, jetzt brauchen wir die Hydra. Gucken wir nochmal. 1, 2, das waren die 3. Heißt, das Fragezeichen müsste die 5 sein. 2, 3, 4, 5 heißt die Kraka. Müsste es jetzt sein. Das müsste es sein. So, jetzt bin ich schon mal gespannt. Ja, geschafft. Juhu. Und wir haben eine Truhe. Mittelgroßer, verzierter Tisch. Oh, hier sind lauter Badewannen. Nicht schlecht. Haben wir hier noch was? Gucken wir mal hier oben, was wir noch hier haben. Und dann würde ich sagen, machen wir aber schon Schluss für die heutige Folge. Wir erkunden Stück für Stück weiter, wie versprochen. Mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Hi! Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh, das sieht... Türklopfer von Ravenclaw. Oh, hier ist der Eingang von Ravenclaw. Das ist ja cool. Okay, dann machen wir hier vom Ravenclaw-Eingang Schluss für heute. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Wir hatten ein Duell. Meiner Meinung nach hat es voll gut geklappt. Besser als damals mit meiner Quischwindor, mit der Tastatur. Aber gut, das sage ich ja schon mehrmals, dass es mit dem Controller viel, viel einfacher ist, weil man es halt einfach viel näher beieinander hat, die Tasten. Muss nicht überlegen, ah, was war denn das nochmal für ein Buchstaben? Der? Was war das für ein Zauber auf welcher Taste nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dich in der nächsten Folge wieder willkommen zu heißen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.